Blitzmeldung. Jetzt wird's wirklich richtig spannend, Leute. Wir werfen einen scharfen Blick darauf, warum die AfD in Thüringen bei unglaublichen 38% steht, während die Altparteien mit Vollgas in den Abgrund rasen. Die politische Landschaft wird hier komplett auf den Kopf gestellt und die Wähler haben genug von den etablierten Parteien, die nur noch in der Bedeutungslosigkeit versinken. In seiner packenden Analyse wird Björn Höcke uns die brisanten Gründe darlegen, warum die Wähler von diesen Altparteien eben nichts mehr wissen wollen. Und er wird nicht zögern, schonungslos aufzudecken, wie die AfD bei der Konstituierung des Landtages hier in Thüringen nämlich systematisch betrogen wurde. Seid bereit, denn es geht jetzt los mit dem Video von Björn Höcke. Schnallt euch an, es wird heiß. Wir treffen uns hier am Samstag in Erfurt, nachdem der Thüringer Landtag nun endlich konstituiert ist. Und es ist Zeit, nicht mehr zurück, sondern nach vorne zu blicken. Herr König wird jetzt diesen Landtag führen, aber er wird nicht der König des Landtags sein. Das wird eventuell der Ministerpräsident. Was können Sie uns denn sagen in puncto, ich weiß es nicht, Verhandlungen, Gedanken oder in puncto, worauf wir uns einstellen können, auf die jetzt erst beginnende Schlacht rund um den Ministerpräsidentenposten, mutmaßlich also gegen Herrn Vogt hier in Thüringen? Ja, ich denke, wenn, was die letzten zwei Tage gezeigt haben, dann, dass die Kartellparteien sich noch mehr ineinander verschoben haben, dass wir hier wirklich die Situation haben, alle gegen einen, ja, der Kartellparteienblock gegen die AfD, das ist einfach die Konstellation, in der wir jetzt unterwegs sind. Das muss man akzeptieren. Die Kartellparteien haben mit unlauteren Mitteln gespielt. Sie haben eine Landtagssitzung destruiert. Sie haben den Thüringer Landtag unmöglich gemacht mit ihrem Verhalten. Sie haben unseren Alterspräsidenten der Lächerlichkeit preisgegeben, haben verhindert, dass wir uns am Donnerstag konstituieren konnten. Alles das wird Ihnen auf die Füße fallen. Davon bin ich überzeugt. Jetzt haben Sie einen Landtagspräsidenten, der wird in die Geschichte des Freistaats Thüringen eingehen als der erste Landtagspräsident, für den die Regeln geändert werden mussten. Ja, und das ist ein Makel, das diesen Makel wird er nicht mehr losbekommen und an diesen Makel werden wir die Wähler in den nächsten Wochen, Monaten ja noch immer wieder erinnern. Ja, liebe Freunde, Björn Höcke haut es hier gnadenlos raus. Für keinen anderen Landtagspräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mussten jemals die Regeln hier so verbogen werden. Ein beispielloser Skandal. Die Bürger wachen endlich auf und merken, was da genau läuft. Kein Wunder also, dass die AfD in Thüringen jetzt absolut durch die Decke schießt. Höcke nimmt hier kein Blatt vor den Mund und trifft mal wieder den Nerv der Zeit. Ja. Was jetzt zu erwarten ist, ist das, denke ich, was ja schon angekündigt worden ist. Man wird versuchen, in Richtung der sogenannten Bromberg-Koalition zu gehen. Auch das eine Konstellation, die wahrscheinlich keinem Thüringer Wähler, als er am 1. September seine Stimme abgegeben hat, irgendwie vor Augen gestanden ist. Und ich glaube, wenn so eine Bromberg-Koalition wirklich aufgesetzt würde und dann an die Macht käme und man würde dann mal das Volk befragen, welche Zustimmung diese Koalition hatte, wäre das ein Zustimmungswert, der wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich liegen würde. Und daran erkennen wir, es geht nicht darum, irgendwie Koalitionen zu machen mit Parteien, die inhaltliche Schnittmengen haben. Es geht wirklich jetzt nur darum, und zwar dem Herrn Vogt darum, seine persönlichen Machtinteressen durchzusetzen. Er hat ja diesen Anspruch, Ministerpräsident zu werden, nur wenn er als stärkster Partner, als Seniorpartner in eine Koalition reingeht. Und es scheint ihm völlig egal zu sein, dass er mit drei linken Koalitionspartnern bzw. mit zwei linken Koalitionspartnern und einem, der noch zusätzlichen linken Tolerierungspartner arbeiten muss. Also dieser Mann ist wirklich bereit, jeden Inhalt zu opfern, um seinen persönlichen Machtraum zu verwirklichen. Und das ist leider das Gepräge der ganzen CDU. Es geht nicht mehr um Inhalte, es geht nur noch um Machterwerb und Machterhalt. Und ich denke, nach diesen Tagen hier in Thüringen, im Thüringer Landtag, sind vielen Menschen draußen die Augen aufgegangen. Was Björn Höcke hier sagt, ist von enormer Bedeutung. Es dreht sich hier längst nicht nur um den Machterwerb oder Machterhalt. Der Wählerwille ist hier völlig nebensächlich geworden. Der Wunsch der Wähler war doch ganz klar eine Mitte-Rechts-Mehrheit, sprich aus CDU und AfD zusammen. Doch die Altparteien tun hier alles, um die AfD auszugrenzen und ihr eben zu schaden. Das ist ein unfassbarer Skandal im besten Deutschland aller Zeiten. Und zum Glück wachen hier immer mehr Bürger auf und erkennen, was hier wirklich abgeht. Deshalb teilt dieses Video, damit noch mehr Menschen hier sehen, wie dreist der Wählerwille eben hier ignoriert wird. Es geht nur noch um Machtspiele und das ist einfach nur noch traurig, besonders wenn diese selbsternannten Demokraten hier ständig von unserer lupenreinen Demokratie schwafeln. Nachdem wir heute aufgrund der Gegebenheiten der Thüringer Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtags gesehen haben, was für ein, sag ich mal, doch schwieriger Prozess allein die Wahl des Landtagspräsidenten geworden ist
und wir ja auch wissen, rund um die unterschiedlichen Gegebenheiten der unterschiedlichen Wahlgänge zum Ministerpräsidenten, müssen wir uns auf eine ähnliche Hängepartie dann also einstellen, wenn es bei Ihnen soweit ist, dass der Ministerpräsident verhandelt oder gewählt werden muss? Naja, wie ich gerade schon skizziert habe, scheint mir das Kartell noch fester gefügt worden zu sein jetzt in den letzten Tagen, als es schon vor dem 1. September der Fall gewesen ist. Das konnten wir im Parlament jetzt sehr deutlich beobachten. Es geht nur noch darum, und das ist die absolute Priorität bei allen Kartellparteien, und dazu gehört auch das BSW, die AfD zu verhindern. Der AfD jedes Recht zu nehmen, diesen Wahlsieg dann auch in parlamentarische Macht umzumünzen. Taschenspielertricks im Bereich der Geschäftsordnung. Wir haben heute Geschäftsordnungsänderungen verabschiedet, die uns noch zusätzlich diskriminieren bei dem Zuschnitt der Ausschüsse. Unsere Sperrminorität, die wir haben, würde, wenn dieses Verfahren tatsächlich auch von einem Verfassungsgericht Bestand hätte, wir werden dagegen vorgehen juristisch, dazu führen, dass unsere Sperrminorität in den Ausschüssen nicht mehr gilt. Was zum Beispiel dazu führen könnte, dass unser Ausschussvorsitzende dann auch vom Wohlwollen der Kartellparteien und der Kartellfraktion abhängen und jederzeit abberufen werden können, denn dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und die ist in den Ausschüssen dann nicht mehr gegeben, nach diesem sogenannten Rangmaßverfahren, das heute mit den Stimmen der Kartellfraktion durchgesetzt worden ist. Also man wird weiter versuchen, uns zu blockieren, man wird uns das Leben weiter schwer machen, aber wir werden jetzt gerade im Parlament natürlich die Möglichkeit haben, auch gewisse Dinge zu blockieren. Wir wollen nicht blockieren, wir wollen konstruktiv sein, aber wenn der Gegner so spielt, wie er spielt, in einer demokratieverächtlichen Art und Weise, in einer rechtsstaatsverächtlichen Art und Weise, dann wollen wir zumindest das noch mal ausspielen können, was uns zusteht, und das werden wir auch tun. Es ist absolut entscheidend, was Björn Höcke hier gerade klipp und klar gesagt hat, denn die Kartellparteien haben sich doch hier noch enger zusammengeschlossen, und dazu gehört auch eben das BSW. Dieses BSW ist nichts weiter als ein Steigbügelhalter und Stimmenbeschaffer für die Altparteien. Sie wollen hier nichts ändern. Und genau das hat Höcke hier doch gerade ohne Umschweife eben angesprochen. Lange Zeit war nämlich unklar, ob die AfD mit dem BSW hier kooperieren würde. Aber mittlerweile ist wirklich jedem klar, sie haben ihre Wählerschaft getäuscht, dass es nicht besser ist als jede andere Altpartei, egal wie neu sie sich hier gerade erfinden. Erinnert euch doch nur mal daran vor den Landtagswahlen, als das BSW hier noch preisgegeben hat, sie würden auch den Anträgen der AfD hier, wenn sie denn sinnvoll wäre, auch stattgeben. Und jetzt kann ich euch sagen, entpuppt sich die BSW hier als gnadenlose Lügenpartei. Denn es ist alles andere als das, was sie hier versprochen haben, nämlich, dass sie hier nicht mit der AfD eben zusammenarbeiten werden. Und somit hat das BSW nicht nur gelogen, sondern auch jede Menge Wähler hier an sich betrogen. Und das wird sich jetzt rächen in all den Umfragewerten, die aktuell das BSW betrifft. Es läuft wirklich alles darauf hinaus, eben die AfD auch zu bekämpfen. Das ist die einzige Philosophie, die diese Parteien hier noch haben. Der Wählerwille, komplett egal. Es interessiert sie nicht, wie viele Menschen hier die AfD unterstützen. Und das wird einfach ignoriert. Und jetzt, liebe Freunde, haben wir hier Prognosen, die zeigen, dass die AfD im Jahr 2029 hier bei der nächsten Landtagswahl möglicherweise 38% der Stimmen erreichen könnte. Endlich gibt es für die Altparteien hier nichts mehr zu lachen. Die CDU und die anderen Altparteien werden für ihr widerliches Verhalten in Bezug auf die Landtagskonstitution abgestraft.